Blinkist Erfahrungen. Hallo und Servus, und in dem Video verratet er, wie du diese vier Bücher innerhalb von einer Stunde liest und das Ganze noch kostenlos. Und wie das genau funktioniert, das verratet er am Ende des Videos. Ja, ich habe einmal gelernt vor Jahren, dass man jeden Tag eine Stunde in seine Weiterbildung investieren soll und eine Stunde in ein Buch lesen soll, das einen weiterbringt. Und wenn ich jetzt so Bücher natürlich hernehme, so wie zum Beispiel das von Maschmeyer, das hat über 300 Seiten, wenn man jetzt nicht unbedingt gleich ein Schnellleser ist, was dann natürlich auch eine Empfehlung ist, dass man ein Buch liest, wo man lernt, schneller zu lesen, ja, dann braucht man natürlich schon ein paar Stunden, bis man so ein Buch durch hat. Und ich habe durch Zufall jetzt ein super, wie soll man sagen, Sammlung von Sachbüchern gefunden, beziehungsweise überhaupt eine Webseite, wo man eben solche Sachbücher, und zwar 2000 Sachbücher sind derzeit dort gelistet, in nur 15 Minuten lesen kann. Das heißt, da gibt es eigene Redakteure, die lesen die Bücher und kürzen die auf 15 Seiten und nur auf das Wichtigste, also nicht auf 15 Seiten, sondern dass du das in 15 Minuten lesen kannst. Und das finde ich eine super coole Sache. Ich habe das jetzt da getestet. Gibt da zwei Varianten eben. Die eine Variante ist eben, dass du das Ganze im Text eben hast. Super ist es, du kannst es dann auch an den Kindle E-Book Reader schicken, die 15 Seiten. Du kannst es auf dem Handy oben lesen, wenn ich kurz mein Handy jetzt da einschalte. Gibt es da eine eigene App, wo du das lesen kannst. Oder du kannst das Ganze auch hören, und das finde ich schon mal eine coole Sache. In 15 Minuten wird bei Hörbuch das Ganze gesagt. Ich meine, wenn ich mir jetzt so ein Hörbuch kaufe, dann hat das meistens eine Dauer von 3-4 Stunden. Und so kannst du das Ganze auf 15 Minuten reduzieren und hast da das Wichtigste, also die Kernaussagen aus dem Buch raus. Sparst so irrsinnig viel Zeit und könntest so rein theoretisch, wenn es jeden Tag über 3 Bücher da anhörst, oder jetzt sag ich, in einer Stunde kannst du 4 Bücher am Tag schaffen, und das ist echt super. Und der Preis ist auch sensationell, weil wenn ich jetzt rechne, gut, die Taschenbücher kosten ein bisschen weniger, aber zum Beispiel das oder das oder das kostet 20 Euro, und du kannst das Ganze haben, also hat er den Link unten rein, kannst du es natürlich 24 Stunden testen, und danach kannst du das Ganze haben für weniger als 3 Bücher. Das heißt, du zahlst weniger als 60 Euro, du zahlst, glaube ich, 50 Euro ist die eine Version nur zum Lesen, und die zweite Version, wo du dann auch hören kannst, und da logge ich mir jetzt da gleich ein, die kostet dann, glaube ich, 80 Euro, das sind 4 Bücher. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Audible, bei Audible zahlst du 10 Euro im Monat, kannst du ein komplettes Hörbuch runterladen, im Jahr kommst du auf 120 Euro, das heißt, kostet um einiges mehr, und natürlich hast du dann halt, musst du dann 14-15 Stunden hören, aber da hast du wirklich nur das Wichtigste, und es erspart irrsinnig viel Zeit und auf jeden Fall jede Menge Geld. Es kommen angeblich 10 Bücher pro Monat im Deutsch dazu, und das sind halt nur Sachbuch-Bestseller. Und wenn du da jetzt schaust, ich habe das Ganze jetzt nicht einmal nach 24 Stunden im Test, was ich schon durchgemacht habe, die Bücher habe ich schon nochmal durchgemacht. Reichstermann von Babylon, Reichstermann der Weltgeschichte, Intelligent investieren, das so denken, Millionäre, die habe ich nochmal durchgemacht. Dann habe ich mir zu lesen, habe ich mir da schon ein paar Bücher reingegeben. Und wenn du jetzt nur mal schaust, wie das funktioniert, das heißt, du hast da jetzt den Text, kannst da unten, wenn du die größere Version haben, kannst du den Ton hören. Tracy, eat that frog. Kennst du das nicht auch? Die To-Do. Ja, um da keine Rechte zu verletzen, habe ich da nur mal kurz reingeschalten. Und das Ganze kannst du am Handy auch machen, kannst das Ganze auch dann auf den Kindle E-Book Reader rüberschicken, und ja, ich finde das eine ganz coole Sache. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal,
den, Video, den Link dazu habe ich da unten reingegeben. Wenn du Fragen hast, dann kommentiere einfach. Ich finde, das Blinkist ist eine super Sache zur Weiterbildung. Und Sport ist nicht viel Zeit und Sport auch einiges an Geld. Und dadurch macht die ganze Sache super viel Sinn. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und maximalen Erfolg. Tschüss und Servus.